dann ziehe ich mit ihm rüber. So, guten Abend, kann man fast schon sagen. Hier drin weiß man ja eh nie, was für ein Wetter ist. Willkommen in der Fortsetzung des Höhlengleichnisses. Wir kommen jetzt zum nächsten Gast, zur nächsten Projektion und begrüßen einen der vielen Namensvettern, Andreas Weinand. Man könnte mal eine Ausstellung nur mit fotografierenden Andreases machen, wäre ein reiches, ein weites Feld. Andreas Weinand lebt in Berlin, stammt als Fotograf sozusagen aus der Essener Schule. Es gab die berühmte Neuke-Klasse, die sogar in einem der Einführungstexte hier an der Wand zitiert ist. Aber zu dieser Figur, speziell zu Angela Neuke, hat er durchaus ein kritisch distanziertes Verhältnis immer gehabt. Was aber in Essen ganz wichtig war, das war das berühmte Farblabor, das auch für andere DFA und sonstige Kollegen eine große Rolle gespielt hat. Es gibt Claudio Hiels, der drüben mit an der Wand hängt mit einigen Arbeiten. Damals waren das so kooperative Projekte, wahnsinnig große, super teure, ganz empfindliche Maschinen, die sich die Leute auch nur so im Kollektiv leisten konnten. Tempi passati, wenn so jeder vor seinem digitalen Bildschirm sitzt. Aber bevor ich ins Plaudern gerate, wenden wir uns deinen Arbeiten zu. Er arbeitet als Freier und als Auftragsfotograf und sagt, er schnitze sich die Themen aus der Seele. Es geht um Dinge, die ihm am Herzen liegen. Da gibt es sicher eine gewisse Verwandtschaft zu Thekla Ehling. Der Beitrag der Ausstellung befindet sich da drüben, ein großes Bild einer jungen Familie aus einem fantastischen kleinen schmalen Buch, Colossal Youth, das ich nur empfehlen kann, falls es nicht schon längst vergriffen ist. Einer der ewigen Bestseller im Fotobuchregal. Wir freuen uns auf deinen Vortrag, Andreas Weinand. Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, jetzt meine Arbeit hier zeigen zu können. Ich gehe zurück ins Jahr, also zum Beginn meiner Studienzeit. Ich habe 1981 angefangen, Fotografie in Essen zu studieren an der Volkfangschule. Und habe das Studium im Grunde genommen als Möglichkeit und Chance begriffen, das zum Ausdruck zu bringen, was mir am Herzen liegt. Und das musste ich erst einmal lernen. Und wir hatten das große Glück, dass Gary Winogrand, der war 82 in Essen, und als ich seinen Vortrag sah, hat es mir einfach die Augen geöffnet für die Qualitäten der Fotografie, weil ich habe vorher immer gedacht, naja, Fotografie ist doch einfach, ist ja schon alles da, musst du nur fotografieren. Aber eben dieses musst du nur fotografieren, das ist in der Art, wie ich arbeite, eben die Aufgabe und ein Prozess, den ich da 82 begann und im Grunde genommen immer noch weiter praktiziere. So, jetzt, das ist 83, da war ich mit einem Kinderzirkus und einem Elefanten in Leverkusen, und ich hatte diesen Zirkus fotografiert, und da ist mir halt dieses Bild, der Junge, das ist mir so aufgefallen, und habe ich ihn gefragt, ob ich ihn fotografieren könnte, und er fand es okay. Und im Grunde genommen fängt auch mit diesem Bild so die Annäherung an mich selbst, an meine eigene Befindlichkeit als Kind, die Einsamkeit in der Welt an, dass ich dafür im Leben, im Alltag fotografische Bilder erkenne und glücklicherweise manchmal eben auch wirklich fotografiert habe, und das dann manchmal funktionieren die Bilder, und dann ist so meine Arbeit entstanden. Das hier auch 83, da würde ich sagen, der Junge, es hat mich einfach berührt, wie er guckte, seinen Gesichtsausdruck, dann das Ambiente, Neubausiedlung mit Zigarettenautomat und allem. Ja, und das auch noch das Thema Kindheit. Das ist ein Sonntagnachmittag in der Essener Gruga. Ist auch so etwas erinnerte mich an mich früher als Kind. Von den Eltern irgendwie in Schale geworfen zu werden und dann mich benehmen zu sollen.
wozu man als Kind ja noch gar nicht so Lust hat und versucht, seine eigenen Gefühle oder seine eigenen Interessen zum Ausdruck zu verhelfen. Hier komme ich schon von der Kindheit in Richtung Jugend. Das ist in Düsseldorf im Ratinger Hof. Ja, auch im Grunde genommen ein ganz kurzer Moment. Ich war dort, suchte Bilder, wollte fotografieren und das war noch früh am Abend. Sah die beiden Jungs, hab sie fotografiert. Ich glaube, eine Aufnahme, maximal zwei. Und ich mag es immer noch. Das ist meine Neffen, die ihre wichtige Droge genau aufteilen. Und ich zeige das jetzt in der Kombination, weil es ist nicht so, dass ich nur traurige oder schwere Themen fotografieren möchte. Also ich habe auch durchaus sehr viele leichte oder lebendige Motive. Aber es ist schon so, dass dass ich auf der Linie der existenziellen Berührtheit, und die ist für mich einfach eher eine schwerere, die ich auch über meine Eltern so erfahren habe. Meine Mutter fand immer Bilder, die, würde ich sagen, die schwerer sind. Da sagte sie immer, da ist was drin. Und mit solchen Bildern bin ich dann auch irgendwie groß geworden. Und mein Vater natürlich, bin 58 geboren, der hatte seine Kriegstraumata und es war im Grunde genommen echt, würde ich sagen, die Herausforderung, einen Sinn in der eigenen Existenz und im Menschsein zu entwickeln. Ich konnte das damals als Kind oder Jugendlicher gar nicht so benennen. Die Worte, die ich jetzt dazu sage, sind eben im Laufe der Jahre mir auch bewusst geworden. Und hier auch schon Jugendliche im Essener Grugerbad, auch wieder so eine Sache. Ich habe den Jungen gesehen, der schwamm im Wasser, hat sich immer seinen Plastikbeutel genommen. Und immer wenn ich das Bild sehe und daran denke, finde ich es so traurig, dass diese Dinge so, wie sagen, alltäglich neben uns passieren und letztendlich keiner große Kenntnis davon nimmt. Ich meine, ich habe es fotografiert. Heute würde ich sagen, eigentlich hätte ich einen Krankenwagen anrufen sollen, dass dem Jungen da seine Drogensucht als Kind, möchte ich mal sagen, irgendwie behandelt wird. So, und das ist auch immer weiter folgend dieser Emotionalität, der aus meiner Wahrnehmung Schwere und auch eine gewisse für mich selbst empfundene Perspektivelosigkeit. Das, auch hier, diese Bilder sind in Altena im Sauerland entstanden. Dort war ich mit drei anderen Kollegen für eine Woche eingeladen, um für die Stadtgalerie eine kleine Annäherung an den Ort zu formulieren. Insofern habe ich einmal die Jugendlichen fotografiert, die draußen auf dem Busparkplatz ihren Nachmittag verbracht haben. Aber auch abends irgendwie bin ich auf eine Hochzeitsfeier gekommen und saß den beiden gegenüber. Und das Bild ist auch etwas, was mir, so sehr am Herzen liegt. Sonntags, mittags in der Disco. Und hier komme ich zu den wieder Kinder, wie Kinder in Schale gebracht werden. Könnte auch ich sein, wie ich damals mit meiner Mutter Knickerbocker einkaufen war. Das ist 1984, zu einem Zeitpunkt, wo ich die deutschen Volksfeste schon so als Thema begonnen hatte aus eigenem Interesse, weil ich dort so dieses Spannungsfeld von, ich sag mal, Kindern, die in der Gesellschaft sich bewegen oder für das gesellschaftliche Auftreten präpariert werden und eben der Welt der Erwachsenen, wie sie sich darstellen. Aber wie gesagt, das waren jetzt auch diese Bilder entstanden natürlich aus einem Denken Anfang der 80er heraus. Heutzutage würde ich solche Bilder gar nicht mehr machen und hätte einen ganz anderen Zugang dazu.
Aber in der Entwicklung war das eben so, ich sag mal so ein bisschen pointiert gesagt, Kinder und Erwachsene gesellschaftliche Konventionen, die ich dort fotografisch berühren konnte. Und Kinderkarneval, wieder die Kinder. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich die deutschen Volksfeste im Auftrag für den Stern fotografiert, was sehr gut war, weil ich da als Student gutes Geld verdient habe und auch meine anderen Arbeiten realisieren konnte. Dieses Bild ist der Viehscheid in Hindelang und das war im September 89. An dem gleichen Tag ging in Ungarn der Eiserne Vorhang auf. Das sieht man nicht an dem Bild, aber das ist so, ja, die Zeit. Weinfest, Kardinal, Intronisation der Weinkönigin, Buttenmandeln. Also die Bilder, ich mag sie, aber sie sind für mich heute nicht so wichtig wie die Bilder von den Jugendlichen, sage ich mal, die ich damals doch als sehr elementar existenzielle Herausforderung für mich gesehen habe, das zeigen zu können. Schwarzwaldecho, Tanz unter dem Maibaum, 1990. Zu diesem Bild bin ich eingeladen worden in der Münsinger Mehrzweckhalle. Da sagte einer zu mir, Mensch, hier musste man ein original bayerisches Bild machen. Dann habe ich es fotografiert, weil sonst würde ich jetzt Leute, die so, ich sag mal, so schlafen oder in einer gewissen Weise sich nicht wehren können, nicht fotografieren. Also da möchte ich schon, wenn ich fotografiere, dass die Dargestellten, dass die Personen einfach die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Also sagen, es ablehnen zu können. Und weil die beiden, die sind jetzt ja nicht in der Lage, da irgendeine Stellungnahme zu abzugeben. Ja, es war natürlich eine grandiose Stimmung. Und das ist wieder ein anderes Fest in Ochsenfurt. Bratwurstfest. Ja. Das ist Totengräbergilde, ich glaube in Heiligenhafen in Norddeutschland. So, das ist die Art, wie die Bilder an der Wand präsentiert werden. Also es geht mir schon darum, einzelne Bilder zu formulieren, die als einzelnes Bild funktionieren. Aber in der Präsentation ist es mir wichtig, dass die Bilder in einer Kombination eine, wie soll ich sagen, erweiterte und assoziative Möglichkeit der Wahrnehmung schaffen. So, und jetzt sind wir bei meiner Abschlussarbeit an der Essener Uni. Das ist Heiligabend 1988. Und die Jugendthematik begann im Grunde genommen schon, ich sag mal, 1986, wo ich mich da langsam über einzelne Bilder hin getastet habe. Und die Jugendthematik habe ich dann auch als Student, also das war dann 87, 88, so ein bisschen im Auftrag mal für Zeitmagazin und für den Stern hatte ich so ein Stipendium bekommen, das mir auch Möglichkeit gab, eben die Arbeit realisieren zu können. Und im Hintergrund hatte ich dann den Auftrag der Volksfeste, der sukzessive immer weiterging. Und diese beiden Welten waren natürlich auch klasse. Das Partyleben und auch die Tristesse der jungen Leute teilweise und die gesellschaftliche Darstellung bei den Volksfesten. Die Arbeit ist dann ich sag mal, von 88 bis 1990 in dieser Form entstanden. Und im Grunde genommen habe ich mich schon, wenn ich so in mein Archiv gucke, schon 5 oder 6 Jahre da hineingearbeitet, um überhaupt zu dieser, wie soll ich sagen, zu diesem visuellen Zugriff zu gelangen, dass ich einerseits so sensibel bin, diese Spontanität zu sehen, es auch fotografieren zu können. Das muss ja erarbeitet werden. Das ist ja wie, wenn Sie einen Tanz einstudieren. Und ja.
Das ist das Buch Colossal Youth, von dem eben Andreas Langen gesprochen hatte. Das Buch ist dann erst 2011 entstanden. Also die Arbeit war 1990 fertig. Ich habe die Arbeit dann auch Kuratoren in Museen gezeigt, die aber einerseits, ja, die Bilder fanden sie ganz interessant, aber es zeigte sich natürlich, dass das kein Thema für eine aktuelle Museumspräsentation ist. Das ist Heiligabend 1989. Auch im Grunde genommen ein total nettes Bild, denn ich habe dort an dem Abend 13 Filme, 10 Aufnahmen gemacht und der Gastgeber hatte, irgendwann fing er an, seinen Küchentisch zu zerschlagen. Und ich habe das natürlich alles fotografiert, mit der die ganze Bewegung, und habe mich dann, um mich für die Buch- und Ausstellungspräsentation reduzieren zu müssen, für dieses Bild entschieden. Aber irgendwann werde ich auch die Kontakte mit reinnehmen oder aus den Kontakten einige Bilder, weil die Kontakte, die zeigen noch eine ganz andere, ich sag mal so, Radikalität im Umgang mit der Existenz des eigenen Körpers und dem Umfeld. Also insofern, das hier ist ein wirklich nettes Bild, wo der Gero da sitzt, und man könnte sagen, er denkt so ein bisschen über sein Leben nach, aber es gibt ganz andere Momente, die ich da auch mit fotografiert habe, die wesentlich krasser sind. Das ist Carola. Ja, das war die Abschiedsparty von Gero, der auf dem Sessel sitzt. Zwei, drei Stunden später haben er und ich die Wohnung verlassen. Die anderen beiden schliefen dort weiter und Gero ist nie wieder in die Wohnung gegangen. Ich habe mich informiert beim Justiziar des Journalistenverbandes, ob ich als Erwachsener in irgendeiner Weise Verantwortung tragen könnte, wenn den beiden was passiert wäre. Was er aber dann sagte, nein, die sind erwachsen und sie sind nicht verpflichtet, da als Krankenpfleger daneben zu sitzen. Ja, das ist Sommerurlaub in Portugal. Hier ging es mir natürlich auch um diese ganze, ich sag mal, die Choreografie, die Dramaturgie der Arbeit zu entwickeln. Ich brauchte auch positive und schöne Bilder, weil die Partybilder erschienen mir doch teilweise, naja, so traurig. Und insofern habe ich Julia und André in Portugal besucht und wir sind dann gemeinsam mit dem Auto zurückgefahren und ich bin total froh, diese Bilder auch fotografiert zu haben. Das ist Gero und Olli, die Fußball-WM, da ging es um einen Disput, Olli, der mit dem roten T-Shirt und den Rasterhaaren wurde unterstellt, er hätte seinen Schnaps beim Ex-Trinken nicht ordnungsgemäß getrunken, sondern ihn hinter sich gekippt. So, und jetzt, ja, das ist auch wieder ein Bild, was im Grunde genommen, ich bin bei meinen Bildern froh, dass ich sie erkenne und dass ich dann in der Lage bin, sie zu fotografieren. Weil im Grunde genommen das ganze Ambiente dort wirkt nicht sehr spektakulär oder attraktiv. Wir waren am Baggerloch und ich habe auch viele andere Fotos gemacht an dem Tag. Und irgendwie sehe ich das. Ich stehe da und sehe das. Und zum Glück habe ich fotografiert, vielleicht ein oder zwei Aufnahmen. Weil ich finde, kommt für mich so auch dieses in die Welt geworfen sein des eigenen Lebens zum Ausdruck. Zu dem Zeitpunkt war Melanie nicht sehr glücklich darüber, dass ich dieses Foto ausgewählt habe. Also ist Melanie jetzt mit ihrer Tochter auch dann alleinerziehend, weil sie sich von ihrem Freund, dem Vater des Kindes, getrennt hat. So, das ist eine Präsentation dieser Arbeit in Rom, der Galerie 2017. Und das ist meine, ich sag mal so fühlte ich mich nach der Arbeit. Nach meinem Examen, das ist 91, und ich litt sehr unter dem, ich muss sagen, unter diesem Spannungsfeld, dass ich mit der Intimsphäre anderer Menschen Bilder mache und mit diesen Bildern eine Aussage formuliere. Und das empfand ich immer als einen sehr starken
ich sagen, Eingriff in deren Intimität. Und da wollte ich mich auf meine eigene Befindlichkeit konzentrieren und eine Entwicklung fotografieren. Und diese Entwicklung habe ich reduziert thematisch auf, ich sag mal, Selbstporträts von mir und Blicke in der Wohnung, aus der Wohnung raus, um mit der Konzentration auf, ich sag mal, wesentliche Aspekte ein Gefühl von zeitlicher Entwicklung und Veränderung zu zeigen. Und das ist ein Zeitraum auch von 91 bis letztendlich, das letzte Bild ist 97 entstanden. Also es sind auch 6 Jahre und ich schraube mich in die Emotionalität dieser Thematik hinein. Hier war mir auch klar, dass ich so mich nie wieder fotografieren würde, weil ich wollte so einfach auch nicht mehr drauf sein und habe das so quasi als Abschied einer Befindlichkeit gesehen. Und die Bilder sind mit der Plattenkamera fotografiert, die Selbstporträts. Also ist ja auch so ein riesiger Prozess, ein Gefühl zu haben, ich möchte etwas fotografieren, dann die Plattenkamera zu installieren, irgendwie scharf zu stellen und dann das Leben weiter geschehen lassen und auszulösen. Und dann soll das Bild etwas Natürliches zeigen. Ja. So, das sind die Bilder präsentiert an der Wand. Auch, ja, es ist schon so, einzelne Bilder, die in der Kombination einen Zeitfluss und eine Entwicklung zeigen sollen. Und nach dieser Arbeit, nach den Selbstporträts, ja, die 97 im Grunde genommen abgeschlossen waren, auch ausgestellt in Toronto, kam ich 98 mit meiner Frau zusammen zufällig zu diesem Ort. Also wir sind einen kleinen, die Straßenbahn fuhr noch nicht, wir hatten 20 Minuten Zeit und haben am Mühlheimer Flughafen in Essen im Ruhrgebiet dann einen kleinen Spaziergang noch eingelegt und sind einen Weg gegangen, den wir nicht kannten, ein kleiner Weg an Häusern und einer Pferdekoppel, und auf einmal war links von uns dieses wunderschöne Land und ein Treibhaus und eine Wiese mit Schafen, und da kam im Grunde genommen 5 Minuten später 2 Senioren mit dem Auto angerollt, und der Walter öffnete das Gartentor und sie, die Margret, fing an zu erzählen, dass sie schon seit 20 Jahren dort auf dem Land ihrer Familie biologisch dynamisch gärtnern. Und ich fing dann an, dort mit dem Fahrrad hinzufahren und Gemüse einzukaufen, weil ich mochte auch den Ort. Und es hat sich dann auch von, sagen wir mal so, 99, 2000, in dieser Zeitspanne, war es mir dann auch klar, dass das mein aktuelles Thema ist. Also ich brauchte erstmal überhaupt die Zeit, um zu begreifen, was für einen Wert das bedeutet. Ich dachte erst so, naja, wenn du jetzt hier den Boden fotografierst, das ist ja grün, dann machst du ein Bild und dann hast du es. Und das ist natürlich völlig realitätsfern, dieser Gedanke. Denn auch hier, ich habe das von 98 bis 2006 fotografiert. Und diese Zeit habe ich gebraucht, um da auch emotional, innerlich und auch visuell hineinzukommen. Und im Grunde genommen sind die Bilder, die ich zu Hause in der Wohnung gemacht habe, auch schon so eine Vorbereitung auf die langsame, subtile Betrachtung dessen, was so passiert. Also ich meine, ich habe natürlich einige Male einen krähenden Hahn fotografiert, weil ich oft mit den Tieren da zusammen war. Und viele Bilder haben nicht funktioniert und
manchmal klappt es. Und genauso hier dieser Schnappschuss mit Schnecken. Also einen kurzen Moment später ist die eine Schnecke, die da oben so ein bisschen so wie so ein Balgengerät so einge... die oben rechts, sieht die wieder anders aus. Und das ist... Es sind letztendlich die Bilder immer auch Momentaufnahmen, die sind nicht, also ich plane meine Bilder nicht, ich kann sie gar nicht planen. Das, was ich machen kann, ist, dass ich mich sensibilisiere für das, was passiert und bestenfalls, dass ich mich da so dem annähere. Diese Aufnahmen sind fast alle mit dem Stativ entstanden, dass ich schaue, beobachte und in einen, wie soll ich sagen, in einen Fluss komme mit dem, was ich dort sehe. Und meine Kindheit habe ich in Düsseldorf im 6. Stock verbracht. Da durften wir Kinder, beziehungsweise ich war das einzige Kind im Haus, da waren kaum Kinder, durfte ich nicht im Garten spielen, im Innenhof, weil das die Hausordnung verbot. Und insofern war das eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, das Gefühl mit dem Boden und der Organik des Wachsens, mich dem, wie soll ich sagen, hingeben zu können. Und die drei Senioren, das waren, ich sage jetzt, das waren, weil sie mittlerweile alle verstorben sind, aber die habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Und mit Marit und Walter ist auch, der Erwin ist schon 2005 verstorben. Und mit Marit und Walter, auch als die Arbeit fertig war, habe die, wenn ich in Essen war, immer wieder besucht. Und das war irgendwie, wir sind da schon, wir haben uns tief angefreundet, möchte ich sagen, weil wir uns von dem, was dort passiert, das hat uns verbunden. Und Margret, hier ist Margret, sagte auch, ich habe die dann später auch immer noch mal ein bisschen gefilmt, wo ich die Kamera aufs Stativ gestellt habe und habe es laufen lassen, weil die Margret hat immer sehr viel erzählt. Und sie sagte auch, naja Andreas, durch den Acker sind wir eigentlich zu richtigen Menschen geworden. Vorher haben wir irgendwie so neben unser Leben dahergelebt. Und Walter sagte auch, Andreas, du glaubst ja gar nicht, ich mache das jetzt schon so lange. Aber wenn ich die Bohnen aussehe und du siehst, wie die anfangen zu keimen und wie die sich um die Stangen ranken und auf einmal ist eine große Bohne, also ist eine große Pflanze und du kannst die ernten, das ist ein Wunder, du begreifst es nicht und kannst immer nur staunen. Und das muss ich schon sagen. Also, ja, das, was meine Bilder zeigen, könnte ich so sprachlich gar nicht formulieren. Und insofern ist es ja so, dass ich fotografiere, um zur Sprache zu kommen, um ja, Dinge zeigen zu können, zum Ausdruck zu bringen, die, ich sag jetzt mal, die mir wichtig sind, weil ich aber auch glaube, dass sie für alle, für unsere Gesellschaft und überhaupt für das Leben von Relevanz sind. Das ist der Acker in der Ausstellung in Odense. So, und jetzt kommen wir zu Porträts. Auch ein Thema, was mir auch sehr wichtig ist, aber nicht so viel fotografiere, weil ich habe sonst ja oft die Menschen in Situationen fotografiert. Und das hier ist Lea in Brüssel. Da war ich 2007 zu einer Residenz eingeladen. Und geht gerade nicht weiter. Und die Idee... Die Idee war die, einmal etwas ganz anderes zu machen. Jetzt sind natürlich auch Situationsbilder, aber diese Situationsbilder sind aus einer ganz anderen, ich sage, Begegnung entstanden, als die Bilder, ich sag mal, von den Jugendlichen oder von den Volksfesten oder wenn ich sonst Menschen fotografiert habe. Da bin ich über die Straßen gegangen in Brüssel, habe geschaut, wen könntest du fotografieren, habst du eine Verbindung, die musste ich ja spüren. Und wenn ich eine Verbindung spürte, musste ich ja auch in der Lage sein, zu reagieren, trotz des schnellen Alltagsbewegungsflusses, dass ich frage, okay, darf ich ein Foto von Ihnen machen? Und das habe ich dann auf
würde ich sagen, technisch so reduziert. Ich habe mit der Machina fotografiert, das ist eine Sucherkamera, die hat 1 Meter Mindestabstand. Ich habe also 1 Meter Mindestabstand immer eingestellt gehabt und Belichtung musste stimmen und dann ganz kurz ein Moment und ja, das. Und das ist die Fee mit ihrer Tochter Amelie. Und die Fee ist das kleine Kind von dem Familienbild aus Colossal Youth. Das ist 2012 entstanden, als ich von Essen nach Berlin zog. Und einigen, ich sage mal so, der Protagonisten, die ich erreichen konnte, ein Buch geschenkt hatte. Und Melanie sagte, Andreas, weißt du eigentlich, dass ich Oma bin? Und ja, dann haben wir uns irgendwann mit den Töchtern, mit ihren Töchtern getroffen. Sie hat also 3 Kinder. Und das ist dieses Bild von der Amelie ist 2014. Da interessiert sie sich gerade für die Kameratechnik. Da habe ich einen Film gewechselt und ihr dabei erzählt, wie das funktioniert, dass sie auch mal durchgucken konnte. Sag ich, hier ist das Objektiv, da hinten kommt ein Film drauf. Und ja, und das ist Margret vom Acker. Auch, ich glaube, ist auch 2014. Und ich glaube, sie ist im Herbst 2014 verstorben. Und Walter ist, ich glaube, vor 2 Jahren verstorben. Also die Zeiten gehen. Und ich kriegte irgendwann von seinem Sohn eine E-Mail, die hieß dann, ein letzter Gruß von Walter. Und das ist auch ein Porträt von einem Freund, was ich sehr gerne mag, weil es im Grunde genommen so einfach ist, aber doch so komplex, wie er die Zigarette hat, seine Handhaltung und wie er mich anschaut. Als ich das fotografiert hatte, habe ich gedacht, das hast du verpasst und wollte noch ein paar Bilder von ihm fotografieren. Aber das Schöne ist letztendlich, es sind Momente und wenn es gelingt, diese Momente richtig, in Anführungsstrichen, einzufangen, adäquat dessen, was dort ist, dann funktioniert es und das kann ich nicht erzwingen. Ja, im Grunde genommen sind wir jetzt auch in der Zeit ganz gut, weil das ist das letzte Bild. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, wie sieht's aus? Dumme und andere Fragen. Ist Tim Ulrichs noch da? Ja. Haben Sie eine dumme Frage? Keine dumme Frage, schade, hätte mich jetzt mal interessiert. Aber mir ist aufgefallen in der Bildsprache, dass in den alten Bildern ja so eine gewisse Gnadenlosigkeit zu sehen ist, weil das Blitzlicht immer voll in die Fresse geht. Ein Stilmittel, das der relativ jungen Fotografie seit einigen Jahren irgendwie sehr, sehr stark benutzt wird. Nikita Teroyoshin, der ja auch in der Ausstellung ist, macht das grandios und ist sehr, sehr erfolgreich damit und man sieht es in jede Menge Magazinen. Und später wirkt es so, als würdest du altersmilde. Da fließt dann das Sonnenlicht in sowas von elegischer Weichheit über die Figuren. Ist das Zufall oder woran liegt das? Nein, das ist Absicht. Das ist also, naja, sagen wir so, die Zeit. Während des Studiums, Mitte der 80er, das war Larry Fink, war da, der hat mit dem entfesselten Blitz gearbeitet. Deine Abos, die ich total schätze, auch mit dem Blitz gearbeitet. Das war so und das war natürlich auch von Angela Neuke ihr Stilmittel in Anführungszeichen mit dem Blitz und der Mittelformatkamera zu fotografieren. Ich fand das schon wirklich spannend, weil der Blitz ja auch ermöglicht, einen Moment herauszugreifen und quasi auch einfriert, wenn es dann funktioniert als Bild. Aber ich empfinde es auch als sehr aggressiv. Und ich sag mal auch, ja, es ist die Menschen, die ich fotografiere, die ich anblitze, die kriegen den Blitz in ihre Augen. Und das hat etwas, so schön ich die Bilder finde und das auch mag, wollte ich davon weg. Also mir geht es schon darum, eine gewisse, ich sag mal so, eine Sanftheit auch im eigenen Leben zu entwickeln. Und diese Radikalität im
im Herausgreifen eines Momentes, der jetzt noch geblitzt ist und auch immer so etwas Überraschendes beinhaltet, das hat mich schon gestört. Und mit den Selbstporträts habe ich ja angefangen, eben aus diesem Konflikt heraus, was mache ich mit der Intimität der Leute, die ich fotografiere, dass ich die Kamera auf mich selbst richte und mich zeige in meiner Befindlichkeit und Verletzlichkeit. Und das war natürlich naheliegend. Licht in der Wohnung mit den Pflanzen, das geht nicht mit Blitzlicht. Und so bin ich dann, also ich meine, ich habe heute auch noch ein Blitzlicht, aber ich fotografiere da eigentlich kaum mit. Und es ist schon mein Anspruch, Bilder zu machen, die, ich sage es mal, dem entsprechen oder dem nahe kommen, wie ich die Dinge auch sehe. Und das Fotografieren mit dem Blitzlicht hat ja schon etwas sehr Artifizielles. Weil so sehen wir ja nicht wirklich. Das friert etwas ein, holt einen Moment hervor. Aber es geht auch ohne. Und ich selber bin, auch wenn die anderen Bilder vielleicht ein bisschen ruhiger und sanfter sind, aber doch froh, dass ich mich dahin entwickelt habe. Das Einfrieren oder Isolieren geht ja auch auf anderem Weg. Du hast erwähnt, dass du Einzelbilder machst oder manchmal vielleicht zweimal belichtest. Ist das immer noch Strategie? Hat das vielleicht auch mit dem Apparat zu tun? Ist der noch analog? Die sind noch analog, jetzt fotografiere ich digital. Ich sage mal so, ich muss mich ja entscheiden, was ich will. Und um das, würde ich sagen, auf den Punkt zu bringen, ist es natürlich hilfreich, weniger zu machen. Und ich fotografiere jetzt im Garten, also das Wachsen und Werden des Gartens aus der Perspektive des eigenen Gärtners. Das mache ich mittlerweile auch digital. Ich habe es anfangs mit Film gemacht. Aber auch da, ich muss Entscheidungen treffen und dann ist weniger mehr. Und es geht schon darum, dass ich einen Moment kriege. Das sind immer schon für mich Momente. Und das sitzt. Oder ich habe noch ein, zwei Möglichkeiten. Aber meine Erfahrung ist schon die, dass es im Grunde genommen gut ist, wenn es direkt sitzt. Und das muss ich eben vor visualisieren in meiner Wahrnehmung. Ich muss das erkennen und ich muss natürlich wissen, wie kann ich das Bild gestalten. Aber das mache ich mit, die sind jetzt nicht mit dem Stativ gemacht, aber auf dem Acker habe ich auch mit dem Stativ fotografiert. Also das ist eine andere Art zu arbeiten. Und ich fotografiere auch im Garten mit dem Stativ, weil ich das sehr gerne mag. Du hast eben davon gesprochen, man muss halt wissen, was man will. Ja, ja. Hast du einen Rat an junge Fotostudenten, die mit einem starken Mentor konfrontiert sind? Die wissen ja noch nicht so richtig, was sie wollen sollen. Das ist das Problem. Also, du hast ja jetzt genug Abstand. Du bist ja über Angelas Ratschläge hinausgewachsen, ja. Zum Glück. Wie machen das die Jungen? Hast du einen Rat an die? Wir suchen ja immer Rezepte. Ja. Naja, man sollte versuchen, bei sich selbst zu bleiben. Und bei mir ging es ja so als Kind, ich wollte mich nicht in das reinzwängen lassen, was mir die Eltern sagten und auch was wir in der Schule, hat mich nicht die Bohne interessiert. Ich habe Abi gemacht, einfach so, ohne was zu tun. Ja. Und durch großes Glück bin ich bei der Abi-Studienfahrt nach Berlin gefahren, zu der Ausstellung Tendenzen der 20er Jahre. Hab dann Christian Schad, George Gross, Stützen der Gesellschaft gesehen und da merkte ich, das spricht mir aus der Seele. Und da habe ich also begriffen, dass es möglich ist, sich auszudrücken. Das war mir vorher nicht klar. Und wie soll ich sagen, ich würde jedem empfehlen, sich nicht verrückt machen zu lassen. Auch die eigene Position nicht überzubewerten. Weil auch die eigene Position verändert sich ja im Laufe der Zeit. Wenn ich jetzt mit jungen Leuten arbeite, dann würde ich ihnen natürlich
in ihrer Arbeit betreuen und würde mit denen sprechen, sehr viel sprechen und fragen, was meinst du, welche Bilder findest du klasse, was sind deine Beweggründe? Und über diese Gespräche würde ich jetzt mit meiner Erfahrung und auch mit meinem Interesse an den Menschen nach Wegen forschen, wie die einzelnen Studenten für sich selbst weiterkommen können, sodass sie als einzelne Persönlichkeiten, also Persönlichkeiten reifen. Und das ist mir auch mit der Fotografie wichtig. Also, wie soll ich sagen, unser Leben empfinde ich als, das sind Begegnungen und auch Verbindlichkeiten. Und diese Dinge, die gehen manchmal so im Alltagsleben verloren. Aber wie gesagt, Verbindlichkeit, was ist... Nicht, um sich selbst jetzt auf den Thron zu setzen, das ist meine Sicht, sondern eine gewisse Verantwortung dem gegenüber zu formulieren, was wir sehen. Hier gibt es noch eine Wortmeldung. Ja, das hat sich eigentlich schon so ein bisschen erledigt, aber ich wollte noch hinzufügen, mir hat das besonders gut gefallen, nicht nur Ihre, wie Sie formal Ihre Bilder gestalten, sondern während Ihres Vortrags haben wir eigentlich sehr viel mehr Sie selber kennengelernt. Und Sie haben das mit so einer ganz großen Offenheit einfach dargestellt, wie Sie arbeiten. Und dadurch haben wir sehr viel gesehen, aber eben auch Sie sehr viel kennengelernt. Vielen Dank. Vielen Dank. Also es ist auch so, dass Fotografieren ist für mich wie, als wenn ich mit einer Rasierklinge aus meiner Seele die Bilder herausschneide, aufpassend, dass ich nicht mich selbst verletze, aber auch nicht die Dargestellten. Und das ist es, das ist mein Weg in der Fotografie. Es gibt natürlich total viele andere Möglichkeiten, aber für mich ist es so, mein Anspruch, ich möchte gerne sagen können, was Sache ist, was ich empfinde. Ich möchte mir nicht irgendetwas aufdrücken lassen, dass man sagt, das machst du so und so und das ist dann richtig, sondern nein, es muss heraus, es muss sich als richtig herauskristallisieren. Und da sind eben die Dinge manchmal ganz anders, als wie es andere sagen. Noch jemand anderes sagt jetzt was, und zwar als Letzter, wenn es ganz als Vorletzter, aber dann ist wirklich der Deckel auf der Diskussion aus Zeitgründen. Ja, Klaus Elle zuerst. Ich fand ja die Bilder toll, es waren eigentlich alles, soll ich mal aufstehen, dass du siehst, wer ich bin, oder? Ja gut, so wie Reflexion deiner eigenen psychischen Befindlichkeiten, was du so erzählt hast, und ich hatte das Gefühl, so deine Worte zu deinen Bildern war wie so eine Art eine Vorstellung in der Selbsthilfegruppe für einsame Fotografen. Als wenn zwischen dir und deinen Bildern mal so eine dicke Scheibe wäre der Reflexion. Du hast eigentlich kaum über deine Bildwelt, über Ästhetik, du hast immer über deine Befindlichkeiten gesprochen, als wenn die Bilder dich nur erinnern über deinen Wachstumsprozess. Es war interessant, so wie du deine Bilder wahrnimmst, so als Entwicklungsprozess, wie du zum Schluss gesagt hast, so als mit der Rasierklinge in deine Seele. Wahrscheinlich ist es so, du hast so immer ganz zarte Stückchen deiner Seele in die Bilder reingegeben. Und das ist schon irgendwie, deine Bilder sind toll. Danke. Alex Heide, bitte. Ja, hallo, da schließe ich mich an. Stell dich doch auch mal kurz hin. Hallo, mich hat jetzt interessiert eigentlich... welche Rolle spielen denn die Empfindungen und auch die Fähigkeit, deinen Bildern zu begegnen aus Sicht der Betrachterinnen und Betrachter? Was traust du mir denn dazu oder was für eine Rolle spiele ich denn in deiner Fotografie? Eine ganz selbstbewusste Betrachterin. Also, die Bilder, ich sag mal so ganz einfach, sind meine Aussage, mein Statement. Aber das heißt ja nicht, dass die Welt so ist, sondern ich sehe das und ich baue einfach darauf, dass andere Menschen die Bilder mit ihren eigenen Augen und der eigenen Lebenserfahrung sehen und vielleicht daraus eine Inspiration, eine Anregung gewinnen können. Und genauso wird es Leute geben, die interessieren sich nicht dafür und die sagen, ach nee, diese jungen Leute, die da Bier trinken, mag ich nicht, will ich nicht sehen. Also sowas gibt es ja auch, dass dadurch die Bilder schon abgewertet werden, weil die ist das
Sujet nicht in den Geschmackshorizont vom Betrachter umfasst. Ja, dann habe ich nur noch die Frage, warum du die Vortragsweise gewählt hast, uns zu jedem Bild auch die Geschichte gleich mit dazu zu erzählen. Das hat mir nämlich eigentlich die Offenheit und die Möglichkeit genommen, den Bildern begegnen zu können und sie mir auch ja, die Personen, die Situationen eigentlich mitnehmen zu können oder mich auch darauf einlassen zu können. Mhm. Also indem ich genaue Angaben von wann war das, ist ja noch irgendwie so okay, aber Namen und Geschichten und so weiter, das hat mir eigentlich sehr viel Raum genommen. Also die Bilder wurden jetzt in deiner Präsentation zu einer Art Illustration deiner Biografie. Nimm es mal als Dieter Rahms für Fotopräsentation. Du hast ja selber gesagt, weniger ist mehr. Ja. Insofern hier mal ein Ratschlag, wie eine andere Präsentationsweise aussehen könnte, aber natürlich nur könnte. Es ist alles konjunktiv. Könnte. Und du bist der Indikativ. Vielen Dank, dass du da warst, uns hast teilnehmen lassen. Andreas Weinand. Ja, vielen Dank.